brother. Es sind halt so ein paar Fehler zusammengekommen und es ging dann halt auf den Kopf. Habe ich halt da gelegen und auf den Krankenwagen und Hubschrauber gewartet. Luca Biewer. Ein Fahrradsturz hat vor 1,5 Jahren sein ganzes Leben verändert. Ich gesehen hat, die Lara hat angerufen, habe ich gewusst, es ist was passiert. Von da an ist ein Film abgelaufen. Ich habe nur einen Gedanken gehabt, hoffentlich überlebt das. Egal wie. Luca überlebt, ist aber vom Hals abwärts gelähmt und nun komplett auf fremde Hilfe angewiesen. Mir wird gerade schlecht. Abkippen. So langsam sehe ich dich wieder. Ja, super. Sport war sein Leben, aber Luca gibt nicht auf. November 2017. Luca liegt bereits seit fast 1,5 Jahr in der Klinik von Karlsbad Langensteinbach. Mit 22 Jahren ist er wieder auf die Hilfe seiner Eltern angewiesen. Lukas Schwester Alicia und seine Freundin Lara weichen kaum von seiner Seite. Die Familie Biewer ist, trotz seines Unfalls und der Querschnittslähmung, stets positiv. Wenn ich jetzt versuche, einen Muskel anzuspannen, wie zum Beispiel im Arm, wo es nur so ein bisschen der Bizeps ein kleines bisschen anspannt oder ein paar kleine Muskeln in der Schulter vorhanden sind, dann fühlt sich das an, als hätte man 100 Kilo in der Hand, aber es bewegt sich halt nichts richtig. Am 17. Juni 2017 beim Mountainbike-Training in den Vogesen macht er einen folgenreichen Fahrfehler. Die Diagnose Querschnittslähmung vom 4. Nackenwirbel abwärts. Luca hatte große Ambitionen in seinem Sport. Er war im Downhill-Nationalkader auf dem Weg in die europäische Spitze. Das ist ja kein Geheimnis, wenn man so einen Unfall hatte, dass es dann psychisch schon an einem nagt. Ich habe das, denke ich, jetzt mittlerweile ganz gut weggesteckt. Aber am Anfang war das halt schon extrem. Dann denkt man halt nach, man kann nie wieder laufen, kann die Arme nicht mehr bewegen, wie soll es jetzt weitergehen. Hat man halt noch nicht das Gefühl, mittlerweile weiß man halt, ja, wie es weitergeht. Die Familie ist nicht erst seit diesem Unfall ein wichtiger Anker in Lukas Leben. Gut 5 Monate nach dem Unfall und hartem Training hat er sich ein Stück Selbstständigkeit zurückerkämpft. Luca kann mittlerweile seinen Elektrorollstuhl mit dem Kinn steuern. Ich weiß eigentlich noch alles von dem Unfall. Es war eigentlich ein schöner Tag, am See gecampt, schwimmen gegangen, dann ging der Kurs halt los. Ja, und dann beim Hinterherfahren vom Paul bin ich dann einfach so mehrere Fehler zusammengekommen. Bei einem Sprung zu schnell, dann noch zu viel aktiv abgesprungen. Und es ging dann halt auf den Kopf. Habe halt direkt gesagt, ich soll mir den Helm nicht ausziehen, weil ich habe gespürt, halt, das stimmt was nicht, weil ich Angst hatte, wenn ich mir den Helm ausziehe, dass halt was passiert. Im Nachhinein eigentlich klar war, warum ich gestürzt bin. Christmas flared amongst us, and we called it evergreen. Es war ein Schicksal und man muss halt damit leben jetzt. Damit leben, dass er für immer auf den Rollstuhl angewiesen ist. Den Lebensmut lässt sich Luca nicht nehmen. Im Gegenteil. Er war und ist einfach eine starke Persönlichkeit. Er war ja immer schon ein sehr positiver Mensch und hat viel gelacht und ist voller Tatendrang. Gell? Ja, ein bisschen. Ist er eigentlich immer noch, ja. Ein seltener Tag, wo ich mal schlecht drauf bin jetzt. Seit 4 Jahren sind Luca und Lara ein Paar. Die gemeinsame Zeit war bislang rar, da Luca ständig auf Wettkampfreisen unterwegs war. Seit dem Unfall sehen sich die beiden ständig. Das war eigentlich von Anfang an klar, dass der Luca als Person sich ja nicht geändert hat. Ja, schwierig zu erklären. Also so, ich glaube, zwischen uns hat sich nicht viel geändert. Nee, du schwätzt jetzt nur noch mehr dumm wie ich. Ja.
Die Klinik in Langensteinbach. Ein Zentrum für Wirbelsäulenverletzungen. Nach seinem Unfall wird Luca direkt hierher verlegt. Luca will sich ein Stück Eigenständigkeit zurückerobern. Jeden Tag stehen verschiedene Anwendungen auf dem Programm und natürlich Physiotherapie, zweimal täglich. Sein Körper muss durchbewegt werden. In der rechten Schulter und im rechten Bizeps hat Luca noch ein bisschen Gefühl. Die nächsten Ziele jetzt in der Reha, vielleicht noch ein bisschen den Arm aufzutrainieren, mit der Hoffnung, dass vielleicht noch ein bisschen was zurückkommt, dass ein paar Muskelstränge sich noch erholen und dann möglichst selbstständig zu werden. In den ersten beiden Jahren nach solch einem Unfall kann noch ein wenig Bewegung zurückkommen. Das Training ist entscheidend, allerdings auch sehr kraftraubend, in jeder Hinsicht. Lukas Eltern kehren mit uns zum ersten Mal wieder zurück an den Ort, an dem sie Tage voller Ungewissheit verbracht hatten. Bisher waren wir hier unten an der Stelle bis jetzt nicht mehr gestanden. Ja, es ist einfach... Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja, es, man denkt auch nicht gern, aber wieder dran. Aber es ist jetzt besser und hoffen, dass nicht mehr so viele Tiefen kommen. Da war ja jeder Tag war Tiefe. Ja, es gab immer was Neues. Wenn man hierher gekommen ist, wusste man nicht, was einen erwartet. Wir sind hier angekommen und dachten, ja, Intensivstation, alles okay. Da ist er gut aufgehoben. Und gleich nach dem ersten Tag, nach der ersten Untersuchung, haben wir hier dann so eine weitere Hiobsbotschaft bekommen, dass Luca nochmal notoperiert werden muss. Und da ist für uns, ich sage jetzt mal, die nächste Welt zusammengebrochen. Wir wussten auch nicht, wie wir mit ihm umgehen sollten. Manche Bilder bekomme ich auch nicht mehr, wo man total verdrängt. Und die anderen, die bekommt man dann nochmal, wenn man gräbt. Wenn man sagt, wie war das noch? Und sind halt eben diese unschönen Bilder, die man im Leben einfach streichen möchte. Luca ist nun rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen. Er spürt nichts mehr, spürt nicht, wo seine Arme liegen, wo eventuell Druckstellen entstehen können. Er ist dünn geworden. Die Muskelpakete an seinem Körper sind verschwunden. Seit seinem Unfall hat er 20 Kilo abgenommen. Er, der Ungeduldige, muss sich in Geduld üben. Wieder nach Hause kommen, den Freunden wieder was machen, wieder im Verein aktiv zu werden, irgendwie wieder halt generell wieder aktiv zu werden, weil hier immer nur rumliegen, mal verstumpft so, also wenn man keine Anstrengung für den Kopf hat, ist halt irgendwie blöd. Luca war und ist voller Tatendrang. Er will auf jeden Fall seine Ausbildung als Mechaniker abschließen und danach am liebsten Maschinenbau studieren. Nach 22 Wochen im Krankenbett könnte er diesen Ausblick auswendig malen. Besser der Ausblick wie im Keller. Aber ein Ortswechsel wird mir jetzt auch, denke ich mal, ganz gut tun. Jetzt in die anstehende Reha-Behandlung, dass ich wieder, das ist wieder ein Schritt zurück in Normalität. Einige Monate später. Luca hat das Krankenhaus verlassen und ist nun in Murnau am Staffelsee. Hier in der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik hat für Luca die wichtige Reha-Behandlung begonnen. Seit 3 Monaten ist er nun schon hier. Auf Luca wartet heute ein kleines Abenteuer. Ein kleiner Ausbruch aus der Reha-Routine. Ein Weihnachtsgeschenk von den Eltern seiner Freundin Lara wird eingelöst. Es geht in die Berge, rauf auf die Zugspitze. Eine Aktion, die gut geplant sein muss. Luca braucht ein extra großes Auto, in das auch der Rollstuhl reinpasst. Er ist angespannt, denn er weiß nicht, wie sein Körper auf diesen Ausflug reagiert. Er hat immer noch Probleme mit dem Kreislauf. Die Ruhephasen in der Waagerechten sind enorm wichtig.
Außerdem wird ihm mittlerweile übel beim Autofahren. Sein Körper kann die Fahrbewegungen nicht mehr ausgleichen. Hat ihr mehr Ski gedacht? Ski, ja, die sind beim Papa im Auto. Schon als Kind war er mit der Familie immer in den Bergen. Egal zu welcher Jahreszeit. Skifahren, Biken, das war sein Ding. Nach gut 40 Minuten Fahrt muss sich Luca erst einmal ein wenig sammeln. Versucht sich aber nichts anmerken zu lassen. Den Geruch des Schnees mag er sehr. In jeder freien Minute stand der leidenschaftliche Skifahrer auf den Brettern. Sein neues Paar Ski, noch jungfräulich. Er wird es vermutlich verschenken. Nun also taucht er ein in seine geliebte Bergwelt, in sein zweites Zuhause. Oben angekommen auf fast 3000 Metern Höhe. Diesen Moment hat er sich im Krankenbett häufig vorgestellt. Es ist echt wieder schön, in der Natur die Berge zu sehen und den Schnee. Das ist echt geil. Was ist das für ein Gefühl? Es war wieder ein Stück Freiheit, ein bisschen so ein Stück Normalität. Das ist echt cool, wenn man dann wieder hier oben in der frischen Luft den Schnee sieht, die Gipfel. Gut, jetzt würde ich am liebsten halt Ski fahren, aber das geht halt leider nicht. Aber den Ausblick genießen, es hier hochgeschafft zu haben, das geht. Ich hatte es halt immer schon in die Berge gezogen. Ja, früher zum Radfahren, aber auch in Zukunft kann man immer noch in die Berge fahren. Es weht ein eisiger Wind oben auf der Zugspitze. Luca hält es nicht mehr lange in der Kälte aus. Er muss sich aufwärmen. Zurück in der Klinik von Murnau. Vor seinem Unfall bestimmte Lukas Trainingsplan seinen Tagesablauf. Jetzt ist es der Therapieplan. Und den nimmt er genauso ernst. Es geht voran, wenn auch nur sehr langsam. Auf dem Plan eine Stunde Ergotherapie. Mit Hilfe dieses Helparms kann Luca eigenständig ein Tablet bedienen. Wichtig für die Kommunikation mit Freunden und natürlich auch für seine weitere Ausbildung. Oh, direkt ein Selfie. Das Tablet zu bedienen erfordert aber unzählige Trainingsstunden und Geduld, die der Adrenalin-Junkie erst einmal lernen muss. Okay, du probierst es noch ein bisschen? Brutal anstrengend. Mhm. Aber ist die Ruhe zu Hause jetzt auch? Ja, genau, das war's dann. Du hast dann mit der Ruhe. Durch das Gerät wird ja dem Arm schon Gewicht bisschen abgenommen, dass ich ihn überhaupt packe, hochzuheben. Aber trotzdem fühlt sich das dann an, als würde man 100 Kilo stemmen oder so. Man strengt sich halt an wie früher im Krafttraining, nur dass man jetzt halt noch Unterstützung braucht und immer das Gewicht drauf hat. Mir wird gerade schlecht. Abkippen. Ja. Wir müssen eine Luca abkippen. Der Kreislauf, ein ständiges Problem. Tief schnaufen? Magst du was essen? Nee, ich glaube nicht. Nee? Manchmal hat er einfach auch so Zuckerabfälle. Ja? Mhm. Er wird dann auch immer schlecht, weil es so anstrengend ist. Na ja, schau mal. Er wird dann ein bisschen farbiger. Er sieht mich nicht mehr doppelt. Nee. Oder? So langsam sehe ich dich wieder. Ja, super.
Ja. Ja. Zählen kannst du aber noch, Oma, oder? Da, fünf, genau. Wenn er versucht, den Arm zu bewegen, ist das so, als würde er Tonnen stemmen. Das musste ich jetzt erst durch den Unfall lernen, die Geduld. Sonst hat man eigentlich keine Chance. Luca macht Fortschritte. Kleine Fortschritte. Es gibt halt Selbstständigkeit so ein bisschen. Zwar nicht so, wie man sich das jetzt als gesunder Mensch vorstellt, aber so ist jeder Schritt wichtig. Zum Aufzug drücken habe ich keine Hand frei. Luca, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Diese Rund-um-die-Uhr-Betreuung wie in der Klinik wird er auch zu Hause brauchen. Pflegekräfte, die sich 24 Stunden lang um ihn kümmern. Im Drei-Schicht-Betrieb. Füße angewinkelt oder? Ja, so wie ich sie. 18 Uhr. Laras Besuchszeit. Die 22-Jährige hat alles möglich gemacht, um in Lukas Nähe zu sein. Sie hat ja hier einen Job, solange ich hier im Monat bin. Nach der Arbeit kommt sie dann immer noch kurz vorbei. Ist dann schon echt cool, wenn man sich da immer austauschen kann. Muss ich mich nur bremsen, bevor ich irgendwo reinrausche. Ja. Bremsen habe ich nicht so. Ist Tablet geladen? Ja, ich glaube schon. Bisschen noch zu dir. Bisschen runter. Ich habe hier so ein Multimedia-Terminal oder wie man es nennen kann, vor mir. Und da kann ich erstens hier mit dem Schlauch kann ich durchpusten. Geht oben am Fernseher so ein Cursor immer hin und her. Und wenn ich dann reinpuste, kann ich halt Fernseher umschalten, lauter, leiser machen. Kann dann auch, wenn mir langweilig ist, mal Filme schauen oder Mails schreiben. Und bin so dann auch wie jeder andere mit dem Handy so vernetzt. Hallo, Kathrin. Und, alles klar? Jo, soweit. In der Zwischenzeit laufen zu Hause in Gerlfangen die Umbauarbeiten. Die Einliegerwohnung wird zu Lukas Reich umgebaut. Behindertengerecht. Auf die Bedürfnisse eines Tetraplenikers, eines Hochquerschnittsgelähmten angepasst. Überall in der Wohnung werden Wärmezellen eingebaut, denn die Temperaturregelung in Lukas Körper funktioniert seit dem Unfall nicht mehr. Er friert ständig. Innerhalb kürzester Zeit muss der Umbau dieser 80 Quadratmeter Wohnung gestemmt werden. Wenn Luca in knapp 2 Monaten nach Hause kommt, soll er hier barrierefrei leben können. Lukas Vater plant Tag und Nacht. Es wird ein flächendeckendes WLAN-Netz aufgebaut, welches auch zellenübergreifend ist, sodass er, wenn er auch, ich sage jetzt mal, in der Wohnung rumfährt, auch zwischen den einzelnen Zellen ohne Unterbrechung arbeiten kann. Alle Arbeiten werden unter Hochdruck fertiggestellt. Ja, es wird immer besser. Es wächst, es ist einfach schön, dass es so langsam fertig wird. Zählen die Tage. Ich glaube, der Luca zählt die Tage mehr, wenn er heim kann. Und wir sind aber auch froh jetzt, dass er heimkommt und mal ankommen kann. Ich glaube, da freut er sich wahnsinnig drauf. Einfach zu Hause im Garten und ja. Es ist Mitte Juli. Erneute Ortsbegehung mit der Architektin. Besonders knifflig an diesem Projekt der Fahrstuhl, der außen angebracht werden muss, damit Luca problemlos in den Therapieraum im 2. Obergeschoss gelangen kann. Murnau und ein besonderer Tag. Heute vor 1 Jahr ist Luca verunglückt. Man hat, denke ich, schon sehr viel gelernt in dem Jahr. Also auch durch den Luca. Der hat ja schon irgendwie auch da eine Vorbildfunktion gehabt in der
tiefsten, schwierigsten Phase hat er doch irgendwie sich noch ein Grinsen abgerungen. Dich helfen? Nee, pack das allein. So Stunden handeln. Soll ich ein bisschen rüberziehen? Nee, los. Jetzt mit Schwung. Das gibt's doch nicht. Gut. Es ist der 18. Juni 2018. Zum Jahrestag hat sich Besuch aus der Heimat angekündigt. Man denkt schon drüber nach. So vor einem Jahr morgens ist man noch gelaufen, man noch am See gecampt, ist noch Fahrrad gefahren. Und dann mittags, eigentlich vor einem Jahr dann schon immer, da waren wir schon irgendwie im Krankenhaus. Zweiter Geburtstag. Seinen Humor hat er nicht verloren. Das positive Denken auch nicht. Nur sein Leben ist ein komplett anderes. Ja, es sind halt eben die Momente, wo man eigentlich gar nicht mehr will zurückdenken. Es war halt eben jetzt eine Veränderung unserer aller Leben. Ja, und es war schlimm gewesen. Irgendwann hat er gesagt, ich will nicht mehr weinen, ich kann mir die Tränen nicht selber abputzen. Das ist so typisch Luca. Wir haben ihm immer gesagt, er darf weinen, er soll weinen. Aber er ist total stark. Das hätte ich nie gedacht, dass er so stark ist. Lukas Kumpel ist aus der Heimat zu Besuch gekommen. An diesem besonderen Tag. Hey, Luca, willst du einen Kuss dann, hä? Dario, einer seiner besten Freunde. Alles klar. Ajo! Ja. Hast du wenig gefunden? Sicher. Ich dachte, du fährst nicht fünf Mal. Dario war am Unfalltag in den Vogesen dabei. Er hat nach diesem tragischen Ereignis sein Rad 6 Monate nicht mehr bewegt. Wollte nicht mehr. Konnte nicht mehr. Luca war es, der seinen Kumpels Mut zugesprochen hat. Allen gesagt hat, bitte macht ihr weiter mit diesem Sport. Unserem Sport. Das Biken hat früher alle zusammengeschweißt. Und das hält bis heute an. Dario, kannst du dich noch an den 17. erinnern? Teils, teils. Also Luca ist quasi vorgefahren. Und wir waren quasi weit, also hinten dran. Und ja, dann war es halt schon passiert, ne? Und du hast auch dann gleich gesehen? Wir hatten gemerkt, dass es ernst ist, dass wir auch nichts an ihm gemacht haben. Und dann ging halt alles Schlag auf Schlag. Mit dem Hubschrauber wurde Luca in die Klinik nach Nancy geflogen. Dario fuhr mit seinem Auto hinterher. An die Autofahrt kann er sich nicht mehr erinnern. Der erste Besuch so nach der Intensivstation war relativ schwierig. Wenn einer einen dann so sieht und mal selbst nicht weiß, wie man... Das war dann schon ungewohnte Situation, ne? Ja. Ja. Berührungsängste? Ja, die haben wir immer noch mit. Nee, ich sag mal, also man hat das Ganze ein bisschen... Man ist distanziert drangegangen, aber ich finde, man hat relativ schnell gemerkt, dass man da eigentlich keine Distanz braucht, weil der Lukas ist der Alte wie vorher. Und da ist das Eis eigentlich ziemlich schnell gebrochen gewesen und hat man den Mist gemacht wie früher auch. Ne? Eigentlich schon. In der Reha wiederholen sich die täglichen Routinen. Luca wird langsam ungeduldig. Ich bin jetzt knapp 9 Monate hier. Irgendwann bekommt man schon den Drang jetzt wieder nach Hause. Ich wäre jetzt schon froh, wenn es so langsam jetzt Richtung Heimat geht. August. Endlich kommt Luca nach Hause.
fast 14 Monate nach seinem Unfall. An diesem Tag möchte er mit seiner Familie alleine sein. Keine Kamera, keine Willkommensparty. Wir treffen Luca erst im Oktober wieder. Das Mammutprojekt, Lukas neue Wohnung, ist fast fertiggestellt. Hier lebt er gemeinsam mit Lara. Sein eigener Elektrorollstuhl ist mit Kinn- und Armsteuerung ausgestattet. So kann er sich auch ohne Hilfe bewegen. Das Badezimmer ist genau auf seine Bedürfnisse angepasst. Und auch Lukas Fahrrad darf nicht fehlen. Luca, das hier ist jetzt dein Reich. Ist noch nicht ganz fertig, aber mir gefällt es ja bislang. Ja, ganz gut. Zwar noch ein bisschen Arbeit, aber soweit ganz cool. Ist eine eigene Wohnung mit Lara. Und es passt unten halt echt alles auf mich abgestimmt. Alexa, starte Home Connect Kaffeemaschine. Okay. Espresso groß. Ohne Kaffee geht bei Luca gar nichts. Die Physiotherapie dreimal pro Woche zu Hause. Lebenswichtig. Aufrichten. Genau wie die regelmäßigen Ergotherapieeinheiten. 4 bis 5 Mal in der Woche. Endlich ist er zu Hause angekommen. Mega schön. Schöner, ist ja doch schöner wie im Krankenhaus. Im gewohnten Umfeld, Familie, Freunden. Ja, und dass die nicht immer so weit fahren müssen bis nach Bayern. Luca trainiert mit vollem Ehrgeiz. Jeder noch so kleine Schritt bringt ihn voran, gibt ihm neue Hoffnung. Da. Ja. Jawohl, super. Das ist halt ganz cool, wenn man selber Essen aufnehmen kann. So ein Gefühl von Selbstständigkeit. Und muss halt rausholen, was noch irgendwie geht. Mit Hilfe seines eigens auf ihn abgestimmten Autos bleibt Luca mobil. Er ist auf dem Weg zu den Nippelspannern. Ein Radsportverein, den er vor 6 Jahren mit einigen Kumpels gegründet hat. Der vielbesagte Einbruch ist nie gekommen bei ihm. Im Gegenteil, er ist total motiviert. Und er macht seinen Verein weiter, hat sich jetzt noch mal 2 Jahre als Vorsitzender wählen lassen. Also von daher kann es nicht besser sein. Auf, Felix! Schauen und Tipps geben, das kann man immer noch. Da hat man ja doch noch ein bisschen was, was man noch erzählen kann. Luca ist auch weiterhin einer von ihnen, ein Vorbild. Ist egal, wie man hinkommt nach der Arbeit, bisschen noch Stress gehabt, nicht so gut drauf und 10 Minuten bei ihm und wie ein Schalter ist umgelegt, man ist nur noch am Lachen und ja, ist einfach ein Beispiel, der jeden Menschen, glaube ich, motiviert und nur meinen ganz großen Respekt davor. So wie Marvin sehen das auch die anderen Vereinsmitglieder. Er ist eigentlich ein Dorfkind, ein Straßenkind. Wollte auch nie über längere Zeit weg, irgendwohin zum Studium. Er wollte immer zu Hause bleiben. Zwar froh immer in seinen Bergen, aber dann immer noch mal froh heimzukommen. Und Familie ist eigentlich auch was ganz Wichtiges für ihn, Familie und Freunde. Und natürlich die Frau an seiner Seite. Seine Freundin Lara. Ich denke, es ist auf jeden Fall wesentlich besser wie im Krankenhaus. Er ist zu Hause, er ist angekommen.